Ich weiß, Sie haben was gegen Anderson General, aber die Agency unterliegt nicht Ihrer Zuständigkeit und ich frage hier nicht. Um der Mission willen bin ich bereit, meine persönlichen Gefühle beiseite zu legen. Wir sitzen hier auf einer Zeitbombe. Lassen Sie uns den Scheiß ignorieren. Okay. Merinov ist wieder aktiv. Dieses Foto wurde vor 24 Stunden an einer privaten Landebahn in Kaschmir aufgenommen. Er ist in Richtung Norden los, um sich mit diesem Mann, Abdel Ahmed Hassan, zu treffen. Hassan ist der Käufer, auf den Merinov gewartet hat. Ein gefährlicher Irrer mit Familienvermögen und einer Faszination für biologische Waffen. Der Übergabeort ist im umstrittenen Grenzbereich. Die Höhe und das Gelände schließen einen normalen Angriff aus. Sie und Anderson werden vor dem Angriff infiltrieren, beide Hauptziele und das Paket identifizieren und alles für die Delta-Jungs im Auge behalten, wenn es losgeht. Sie wissen doch, was auf dem Spiel steht, Agent. Holen Sie Ihren Mann aus dem Bunker. Aber eine faire Warnung, wenn Sie das vermasseln, brauchen Sie nicht mehr zurückzukommen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sniper 2 Ghost Warrior. Wir sind in Akt 3 angelangt. Ich dachte eigentlich, Akt 2 hat noch eine Mission. Egal. Habe ich mich das letzte Mal getäuscht. Wir sind in Akt 3 angelangt. Und zwar irgendwo Tibet oder so. Location Tibet. Ja, steht unten rechts. Location Tibet. Ich drücke Enter. Sieht gemütlich aus. Die sollen hier auch Kabelfernsehen haben. Nur den Teleshopping-Sender. Ach, tatsächlich? Bereit für einen Tapetenwechsel? Kommt ganz drauf an, was du damit meinst. Wie wär's mit Merinovs Gesicht? Ganz groß im Fadenkreuz. Merinov hat einen neuen Deal für die B-Waffe klargemacht. Die Übergabe soll in Nepal stattfinden, direkt hinter der indischen Grenze. Der Käufer ist ein fundamentalistischer Warlord aus Kaschmir. Wir vermuten, er hat Pläne, die B-Waffe im umkämpften Grenzgebiet zwischen Indien und Pakistan einzusetzen. Dann gibt's Krieg. Ja, und Merinov wird reich, indem er beide Seiten mit Waffen beliefert. Dieser Abschaum. Vila freut es sicher nicht, dass du zu mir gekommen bist. Tut es nicht. Ist auch nicht wichtig. Tja, Anderson. Wir beide wissen, dass ich dir mehr schulde als eine Chance darauf, dir in der dritten Welt den Kopf wegpusten zu lassen. Ich habe in Washington um ein paar Gefallen gebeten. Deine Anhörung wurde offiziell ausgesetzt. Wir kriegen keine zweite Chance auf Merinov. Wenn der Deal abgeschlossen ist, taucht ihr für immer unter. Lassen wir unsere alten Freunde nicht länger warten. Mehrere Kontakte im Dorf. Wir haben 5... 10. Eine Menge. Es ist klar, dass Merinov dieses Mal keine Risiken eingehen will. Er will wohl auch keine Kugel in den Kopf, aber die bekommt er trotzdem. Ja, verstanden. Eins nach dem anderen. Wir brauchen verlässliche Informationen über die Lage der Biowaffe. Merinov ist sicher dort. Schlechte Sichtverhältnisse sind unser Vorteil. Lasst uns abhauen. Packen wir es an. Die Sache nimmt heute ein Ende. Shitek. Das Teil gefällt mir. Okay, lass uns weiter. Zu ruhig hier, gefällt mir gar nicht. Scharfschützengewehre, die es zurzeit gibt. Gefällt mir ja, gut. Ja, und ich sag dir warum. Ich sehe einige Typen vor dir. Durchschleichen ist diesmal echt nicht drin. Du denkst an einen Angriff aus dem Hinterhalt? Tja, da müssen wir rüber. Ich feuere auf dein Zeichen. Umgebungssicher. Ich gehe mal hier hin. Umgebungssichern, wie üblich, alles eliminieren, was einfach rumsteht. Gut, hier könnte man einen Doppelkill machen. Wenn er sich nochmal bewegt. Oh komm, beweg dich nochmal. Double Kill! Glaube ich zumindest. Wehe, du hast mir mal den Kill geklaut. So, wen haben wir noch?
Ziel eliminiert. Der hätte uns fast entdeckt. Da ist noch jemand. Uha. Wajadit Hadafan! Racer 3-2, unsere fliegenden Spione zeigen Waffenabsetzungen im Einsatzbereich. Missionsstatus bestätigen. Over. Wir sind in eine Blockade gelaufen, Uniform. Die einzige Option war, einen Stock ins Beamnest zu stoßen. Mission läuft noch. Muss ich Sie erinnern, Agent Diaz, was letztes Mal passierte, als alles schief lief? Ich riskiere nichts. Merinov ist uns wieder einen Schritt voraus. Diese Draufgänger-Attitüde. Uniform, ich höre nur Rauschen. Ich kann nichts verstehen. Bites Ward. Und tschüss. Kann ja wieder heiter werden. Ich checke die Umgebung von diesem Punkt aus. Du gehst vorwärts. Ja, wunderbar. Cole, ich sehe vor uns ein paar verteilte Posten und die sind gut geschützt. Lass dich von denen nicht rund machen. So, ich suche mir eine gute Schussposition, die gefällt mir. Dann sehen wir uns mal um. Gute Nacht. Da hinten haben wir jemanden. Ah, da! Ich stoppe Kuh! Egal, heute gibt's ein bisschen Randale. Gute Nacht. Gute Nacht. So schnell entkommt mir keiner. Ich finde es fast ein bisschen schade, dass hier so wenig Wind geht. Ich glaube, das Maximale war 5 oder 6 Meter. Das ist doch keine Herausforderung. Ich meine, wir spielen hier auf den höchsten Schwierigkeitsgrad. Könnten Sie doch mal ein bisschen anziehen. So, ja, dann. Wo sollen wir eigentlich hin? 419 Meter. Mal da wieder raus. Okay, da unten kommen wir nicht lang. Wo kommen wir denn lang? Da ist eine Leiter. Wir gehen mal da runter. Ja, leg dich hin! Leg dich hin! Ach, scheiß drauf. Fällt der plötzlich von der Leiter her, der Arsch. Racer 3-2, unsere fliegenden Spione zeigen Waffenabsetzungen im Einsatzbereich. Missionsstatus bestätigen. Over. Wir sind in eine Blockade gelaufen, Uniform. Die einzige Option war, einen Stock ins Bienennest zu stoßen. Mission läuft noch. Okay. Erinnern, wir fangen nochmal an. Mal passierte, als alles schief lief. Ich riskiere nichts. Merinov ist uns wieder einen Schritt voraus. Bla 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 bla. Uniform, ich höre nur Rauschen. Ich kann nichts verstehen. Bites Ward. Oh Mann. Alter, das mit der Leiter war jetzt aber gemein. Fällt er einfach von der Leiter runter. Was geht denn mit dem? Und dann legt er sich wieder nicht hin. Du gehst vorwärts. Kriege ich die Krise. Cole, ich sehe vor uns ein paar verteilte Posten und die sind gut geschützt. Lass dich von denen nicht rund machen. So, ich räume die jetzt von hinten nach vorne auf. Also als erstes nehme ich den. So, hat keiner gemerkt. Obwohl er halb durch das Holz glitscht.
Schön, sowas sehe ich gern. So, den hat auch keiner bemerkt. Wow. Na, 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 na. Okay. Alarm ist ausgelöst. Was? Wo? Unten. Du! Schnauze! Hör auf zu piepen! So, dich sehe ich noch! Da sehe ich noch einen! Ja, jetzt komm, streck dein Köpfchen wieder raus! Komm, Köpfchen, Köpfchen, Köpfchen! Gute Nacht. Gute Arbeit. Kämpf dich durch das Dorf. Abgeschlossen. Darf ich jetzt runter? Ja, genau. So bedient man eine Leiter. Sprosse für Sprosse, nicht einfach Klatsch. Lalalala. Fahrzeug auf 12 Uhr, links ducken, zum Gebäude. Lalalala. Genau, fahr mal vorbei. Auf 7800 Donner! Alter, ich treffe den nicht. Meinte der, ich soll hinter die Mauer? Wahrscheinlich. Ich weiß es doch nicht. Er meinte wahrscheinlich, ich soll da rein. Ich gucke mich hier noch mal ein bisschen um. Vielleicht gibt es hier noch was Schönes. So ein Geheimnis oder so. Was weiß ich denn? Brich die Tür auf! Tür! Nö, geht nicht. Ist er zu schwach dafür, der Kollege. So, gibt's ja sonst noch was Schönes? Hier darf man sogar mal rauf. Jupp, ein Geheimnis. Buddha! Yay! Yeah. Streichel dir den Bauch, das bringt Glück. Wusste ich doch, dass es hier noch was gibt. Was sind das da oben? Hä? Was ist das denn? Ach so, das ist einfach nur so ein Spitz vom Dach. Ich dachte, das ist auch vielleicht ein Geheimnis oder so. Huch. Komme ich da nicht rein? Nö, geht nicht. Da komme ich doch runter. Ah, Health Pack. Nehme ich doch gleich mit. Nochmal kommen wir hier sowieso nicht vorbei. Okay. Und da oben ist kein Scharfschütze.
garantiert ein Scharfschütze. Gelange unbemerkt durch das Dorf. Abgeschlossen, naja, unbemerkt. Es ginge unbemerkter. So, wir gehen mal hier weiter. Geht's hier weiter? Nö. Mit Alternativrouten ist hier nicht, ne? Alternativrouten dürfen wir keine nehmen. Helikopter, er sucht das Gebiet ab. Versteckt euch! Bleibt dort, bis er weg ist. Also ganz ehrlich, wenn er mich hier jetzt so. Ach, ich kann das Teil nicht mal ausschießen. Wenn der mich hier so in der Ghillie sieht. Alles frei, auf geht's. Dann ist das aber ein Imba-Pilot. Ist hier ein bisschen ruhig. Hallo. Es ist mir hier fast ein bisschen zu ruhig. Es ist mir hier fast ein bisschen viel zu ruhig. Da kommt doch gleich was. Ich meine, das Gebirge sieht schon geil aus. Muss man schon lassen. Es sieht schon geil aus. Also die Engine hat wesentlich besser Naturziele drauf als städtisches Gebiet. So, da vorne sehe ich wieder. Feind geradeaus. Habe ich gesehen. Ich will nur schauen, ob hier zwei sind. Alter, hier ist Wand. Das ist eine Blumenwand. Mit umgehen ist hier nicht. Okay, dann nehmen wir den mal hops. Das war meiner. Jetzt bin ich mal der Killstealer hier. Ella Badge. Das war meiner. Mein Kill mit Killcam. Die hast du nicht. Hab nur ich. Triff dich mit Dias. Abgeschlossen. Scharfschützen haben in beiden Türmen Position bezogen. Müssen uns erst um sie kümmern. Verstanden. Zeig auf sie. Problem. Scharfschütze rechter Turm, Erdgeschoss. 450 Meter bis zum Ziel. Ja, wunderbar. Da freue ich mich doch mal. Rechter Turm, Erdgeschoss. Das ist das Erdgeschoss? Ich sehe ihn. Also sind das mehr 430 Meter, nicht 450. Oh, 7 Meter Wind. Yay, dann wird's da doch mal eine Herausforderung. Das ist schön. Okay, 400 Meter werde ich ungefähr auf diese Höhe gehen. Oh, 7 Meter. Da gehe ich mal auf einen Versatz von 2. So 2 große Striche. Ja, das dürfte schon so passen. Ah, nö, passt nicht. Mittlerer Turm, Obergeschoss, Entfernung 550 Meter. Den sehe ich nicht. Ich komm mal vorbei an dir. Ziel in Sicht, er duckt sich. Er kann sich ja ruhig ducken.
Oh, la 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 la. Ja, müsste passen. Der letzte ist weiter weg. Lass dir Zeit. Wie konnte denn der noch schießen? Alter, wie konnte denn der noch schießen? Vor allem, dass er mich dann auch noch trifft. Bitte? Ja, was hast du da um den Hals? Zeig mal. Und das. Ich kann es nicht erkennen. Ein paar Sternchen. Was sind das für Dr. X? Na, ja, solche Schüsse mag ich. Solche Schüsse mag ich. Die sind schon eher meine Kategorie. Ob ich den treffe? Er ist tot. Alles frei. Sieht so aus. Lasst uns abhauen. Na gut, zwei Schüsse ist nicht so schlecht. Halt, Suchscheinwerfer auf 12 Uhr auf der Brücke. Nicht ins Licht gehen. Wartet ab. Und jetzt los. Hinter die Mauer. Entdeckung. Ich bin noch hinter der Mauer. Cool, beweg deinen Arsch jetzt. Ich lauf doch schon. Nicht rühren. Wir sind gefährlich nah dran. Lass den Suchscheinwerfer nie aus den Augen. Mir nach. Folge mir. Du hast gerade Alarm ausgelöst, das weißt du schon, oder? Okay, gehen wir durch den Tunnel. Gehen wir durch den Tunnel, das ist eine gute Idee. Das möchte ich hören. Lakin, tabban, la uridan asma'u aslan. Al-yam kunana al-istima' lil-mubarat 'ala radio Anton, laqad rahantu bi amwal 'alayha. A'malat al-aghraf. انسى انه مهووس بالرسميات لا يستخدم اجهزته ابدا الا لارسال البلاغات لكني سمعت ايضا انه جبان بامكاني ان اتفاوض معه مفاوضات عنيفه اللعنه يبدو انك فعلا مدمن للقمار اليس ذلك اسمه استثمار perfekt ein gebäude mit einer antenne danach suchen wir okay genug geplaudert wieder gleichzeitig nur von mir aus. Ich nehme den sehe ich besser. Das war super gleichzeitig. Ich habe keine Worte. Ich finde das Spiel immer schöner. Muss ich ja irgendwie zugeben. Zwei Kerle oben, direkt übereinander. Mach beide platt. Oh, wenn er wieder zurückkommt. Ach, ich muss den einen durch den Hoden schießen. Wie ist denn der da so schnell hingekommen? Oh. Du bist tot. Das ist schön. Feind geradeaus. Nö, hier nochmal. Noch nö. Ach scheiße. Na gut, ich glaube, ich mache einen Cut hier. Und spiele nochmal bis zu der Stelle, wo ich den einen durch den Hoden schießen muss. Und ich würde sagen, da geht's dann weiter. Ich will euch jetzt nicht langweilen. Deswegen, hier ein kleiner Cut und dann bis zu den zwei Typen und den Hodenschuss. Also, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Sniper 2 Ghost Warrior.